Hallöchen, herzlich willkommen zur neuen Folge LS15 mit Liriax und mir. Hallo. Hallo. Ja, und ohne Steffen, leider. Also ich hatte ihn eigentlich eingeladen und immer wieder gesagt, so komm doch mal wieder mit, macht doch Spaß und so. Und naja, gut. Und dann hat er gesagt, nee, ich will nicht, weil ich ein Pussy bin. Nein, nein, nein. Er ist ja mit Training beschäftigt. Ach so. Was trainiert er denn? Na, das ist doch der Triathlet. Ich weiß, ja, aber... Achso, was hat schon trainiert? Ja, ja. Steffen, der Triathlet, trainiert Triathlon. Für fast ein Zungenbrecher. Für jetzt im Augenblick Schweden. Schweden, bla, irgendwas. Weiß jetzt nicht genau. Nicht schlecht. Da will er dieses Jahr mitmachen. Ja, und wir gurken hier so ein bisschen rum. Ich vermute, dass Feld 41 sogar noch gedüngt werden muss. Oh, ich wollte jetzt einfach mit dem hier mal losfahren. Oder weißt du davon, ob das schon gedüngt ist, wenn ich... Lass ich nicht nehmen. Na gut, machen wir jetzt einfach so in der Nacht. Vielleicht lassen wir es auch ein bisschen schneller laufen. So... Ja, 30 vielleicht, oder? Ich meine, Nacht, die Videos sind dann einfach immer so dunkel. Ah, okay. Ja, wir können auch einfach, genau, das ist einfach ein bisschen schneller laufen und dann sind wir gleich dann am Tag. Ja, was ich hier gerade noch im Bild habe, was der Zuschauer noch nicht gesehen hat, wir haben noch mehr Grasrundballen und das sind hier alles so Testdinger. Also die habe ich wirklich erstmal eingesammelt und lasse die jetzt hier stehen, aufgestapelt und guck, was damit passiert. Also unten sind ein paar eingetütet, die haben einen Feuchtegrad von 70%, wo ich eigentlich der Meinung war, das war zu viel. Aber qualitätsmäßig sieht es eigentlich ganz gut aus und fermentieren steht bei 93%. Und die Grasdinger, die trocknen da so langsam aus. Also mal gucken, was passiert. Ich habe die ganze Zeit gedacht, unser Feld, unser Anfangsfeld hier, 29, das sei bestellt. Aber das ist gar nicht bestellt. Das ist abgeerntet worden. Abgeerntet, oh, okay. Wir haben das nie bestellt wieder. Und ich denke mir die ganze Zeit, warum wächst denn da nichts? Ja, das ist so, wie ich es neulich eben neu besät habe, wo es frisch gesät war. Ja, genau. Kommt vor. So, dann mache ich das gerade mal. Übrigens muss hier gerade mal jemand den Raps abtanken von dem... Ah, von dem Kleinen, ne? Kommt mir sehr bekannt vor. So. Mal gucken, reicht das hier schon von der Breite her? Naja, das sieht gut aus und ich lasse wie immer den Helfer machen. Macht er das? Ja, macht er. Und dann können wir mal da oben... Nee, okay. Also hier wird auch noch schön fleißig Mais gesät. Das ist dann sozusagen die nächste... Fuhre für die BGA. Genau, das ist ja eigentlich auch das, was wir heute machen wollen, nämlich versuchen, genau, die BGA anzuschmeißen. Ne? Richtig, dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Hier liegt noch so Riesenberge. Ich laufe da jetzt einfach so drüber. Ist das gut? Ist das klebrig? Eigentlich? Das Zeug? Naja, egal. Ist jetzt gerade jemand unterwegs mit dem Dünger? Ja. Ah, okay. Also du düngst gerade. Okay, dann muss ich mich da nicht drum kümmern. Aber abtanken hat jetzt noch keiner gemacht, ne? Nee, das muss noch gemacht werden, ja. Dann mache ich das doch mal. So, Bild hoch, Bild runter macht hier die Anlagengröße. Also ich würde schon sagen, dass wir eigentlich 100% haben. Komischerweise kann ich es nicht. Das ist doch erstmal klein laufen, oder? Ganz klein und dann, ne, oder was meinst du jetzt? Na, ich würde es nicht anhalten wollen und dann wieder starten, sondern wenn man jetzt die Größe hier kauft, dann sollte es eigentlich eine Weile dabei bleiben, denke ich. Also ich würde jetzt sagen... Okay, da denkst du nicht, dass das dann zu viel vielleicht ist erstmal und dass wir dann direkt diese 200... Also soweit ich dich verstanden habe, ist so, dass wenn wir das jetzt erstmal kaufen, dass es dann erstmal... ja, wenn es dann leer ist, wieder gekauft werden muss. Nee. Also, wenn es leer ist, muss es wieder gekauft werden. Genau. Wenn, ja, aber das nicht sofort. Also, die läuft einfach nur eine Zeit lang nicht effizient.
glaube ich. Also man hat schon Zeit und wir haben ein ziemlich großes Lager im Augenblick an Silage und der nächste Mais wächst ja schon. Ich bin ja eigentlich ganz guter Dinge, dass wir es hinkriegen, zumindest so eine 100% Größe. Das müssten wir schon schaffen. Und die kostet 240.000 dann, die Inbetriebnahme. Okay, und was haben wir gerade? 172, wir brauchen also ein bisschen was. Und da können wir mal kurz gucken. Unser Lager ist in Sachen Gerste und Raps eigentlich ganz gut gefüllt. Und ungefähr 80.000 könnten wir schon da rauskriegen. Also Raps bin ich ja auch jetzt gerade am Abtanken. Ne? Ja, und frisch ernten. Und ich glaube sogar unsere ganzen Felder sind mit Raps auch bestellt gerade. Also 24, 30, ja. 29 machst du gerade. Genau. Also 30 werde ich gerade abernten und 24 ist noch nicht so weit. 29 genau wird gerade bestellt mit Raps. Okay. Und jetzt habe ich hier in meinem Hängel gerade 6.000. Das sind ungefähr auch nochmal 12.000 Euronen. Jetzt gucke ich mal, was der Große hergibt. So, ich fahre jetzt erstmal im Dunkeln die Traktoren umher. Die Sämaschine brauchen wir erstmal nicht. Und hier müssen wir noch eine Tour müssen wir hier noch mal mit Dünger nachlegen, dass das Feld einfach ein bisschen zu breit. Du fährst wieder mit Lenkrad. Ich fahre wieder mit Lenkrad, genau. Das wäre jetzt mein nächstes Thema gewesen, weil wir haben ja schon vor ein paar Folgen Kommentare vorgelesen und es gibt natürlich wieder neue von Markus Petschek zum Beispiel. Okay. Er hat geschrieben, dass sein Spiel, seit er ein Lenkrad hat, sehr viel ruhiger geworden ist. Ja, also entspannter mit dem Fahren. Er hat aber auch den Hinweis gegeben, sich Drive Control noch zu holen als Mod. Er meint, es bringt auch was, wenn man mit Lenkrad fährt. Ich weiß nicht genau. Vielleicht kann man mal gucken. Ich weiß eben nicht, ob ihr das haben müsst, wenn ihr hier bei mir live mitspielen müsst oder ob ich auch eigene Mods haben kann. Ich vermute, dass im Multiplayer-Spiel, wenn ich die hinzufüge, dann muss jeder diese Mods installieren. Und von daher ist es ein bisschen schwierig jetzt wahllos, also nicht wahllos, aber eben viele verschiedene Mods zu installieren, weil es halt immer irgendwie abgesprochen werden muss mit Leuten, die hier mitspielen. Ja. Ja, okay. Was hat er noch geschrieben? Ich kann mal gucken. Achso, es soll ein Milchwagen kommen, weil wir doch in der letzten Folge überlegt haben, wie die Milch abtransportiert wird. Ja, das ist jetzt auch, habe ich gelesen, und auch direkt gefragt, wie das denn vonstatten geht, weil ich habe bisher dann noch nicht so eine Ahnung von. Tja, keine Ahnung. Also ich vermute, dass einfach auch da der Container da beim Kuhstall dann, weiß ich nicht, einen Füllstand hat und dann abgetankt werden kann, genauso wie halt Gülleprobe. Oder? Also da kannst du mit dem Gülle-Dingsbums-Fass dann hinfahren und füllst es auf. Mhm. Auch das können wir machen. Ich meine, da müssten wir jetzt schon genug haben. Ja. Dünger, stelle ich dir irgendwo hin oder soll ich gleich was machen? Kannst du schon Feld 29 und 30 wieder düngen. Feld 29 hat hier immer noch diesen kleinen Grasfleck, den wir endlich mal wegmachen müssen. Ja, aber für halt diesen kleinen Grasfleck, was vielleicht das ist vielleicht 100, sind vielleicht 100 Euro. Dafür dann, naja, so ein ganzes Gerät anschaffen, ist halt auch mal doof, ne? Ja, aber wir wollen natürlich auch Felder zusammenlegen. Also ich hätte gedacht, dass man vielleicht 29 und 30 miteinander verbindet. Du glaubst immer, es geht nicht, aber es geht. Und 29 ist schon gedüngt? Ja, doch, ich lasse mich nicht da überzeugen. Ich guck mal, ich glaube, der Lempkin oder so, der ist gar nicht so teuer, das können wir schon machen. Der Mais wächst. Noch Kommentare. Rachen hat noch was geschrieben, aber das war zum Anno-Let's Play. Na dann, hau rein. Ach Quatsch. Was gibt's denn?
Nee, er hatte was gefragt, wie ist es hier mit Stein und Holz auf einer Rohstoffinsel und so, warum ich da gleich 200 Stück da hatte. Spielst du eigentlich noch irgendwelche Browser-Games? Nee. Habe ich keinen Bedarf irgendwie. Das ist ja schade, du hast ja zwei vorgestellt auf deinem Kanal. Ja, was? Aber ich wollte es auch von vornherein eigentlich bei so einer Vorstellung nur belassen, also. Und es nicht dauerhaft spielen. Die Sache ist die, also bei Anno, weil er das jetzt angesprochen hat, da muss ich noch ein Fazit zu machen. Also bin ich dem dann auch schuldig. Bei Anno ist es so, dass man das nicht so dauerhaft spielen kann. Also man kann sich nicht einen Abend hinsetzen und sagen, ich zock das jetzt 2 Stunden. Mhm. Dafür muss man halt dann Geld in die Hand nehmen, weil es einfach zu langsam geht sonst. Ein Freund von mir hat aber bei Siedler, der spielt das schon seit längerem. Im Browser? Und der hatte auch richtig die Mega-Stadt aufgebaut. Also der hat keinen Flecken Erden mehr auf seiner. Ja. Du, bei Siedler ist eine andere Sache. Also das kann man auch ohne Geld dauerhaft spielen. Also auch lange, genau. Hintereinander weg. Sozusagen. Genau, ja, so einen Abend durch. Eigentlich, ne? Ja. Und bei Anno habe ich den Eindruck, dass es zwar schöner ist, so insgesamt, und man hat nicht den Eindruck, dass man jetzt so Geld ausgeben muss. Achso, jetzt hier sollte ich noch nicht düngen. Oder? Doch, ich kann da drüben. Da wo noch nicht gemäht ist, brauche ich nicht düngen. Ich bin dafür. Ach, du bist doch aus der Stadt. Nee, eigentlich bist du der. Du bist doch das. Ach, egal. Ja. Irgendeiner hatte noch einen Kommentar geschrieben, dass wir beide hier das perfekte Team sind. Wieso? Weil Stadtjunge und Landmensch oder was? Nee, ich glaube einfach so, vom Spielen, vom Humor oder was auch immer. So, gute Kombination. Das freut mich, dass ich quasi, also das ist ja auch das Einzige, was ich bekomme von diesem ganzen, während der Voxy hier seine Milliarden an Geld abschraubt. Quadrilliarden kriege ich für diese Landwirtschaftssimulation hier in Feuchtenkehricht. Und Musik im Hintergrund. Sorry. Musik ist doch nett. Ja. Selbst und, gesungen vielleicht sogar. Selbst, ja, nee. Nein, erst. Hilfe. Aber heute nicht. Genau, und da ist die Anerkennung quasi das Einzige, was ich bekomme von euch. Von den 3 Zuschauern jetzt. 3 Zuschauer? 2? Ich weiß es nicht. Unterschätze es nicht. Das sind wirklich, da sind echt viele Leute da. Ach, ich will lieber, dass es nur so 2 sind. Das ist viel uriger. Hui, so. Vorne rein. Das erinnere ich mich irgendwie so eher so an Leute, die so, ja, wenn sie so, weißt du, so LAN-Partys, ne? Remember the LAN-Partys. Da war das auch immer so, da waren einfach so 4 Leute. Das war ich. ja, weiß ich. Ja. Hier, ich komme gerade zum Abtanken. Kommst du mal mit deinem. Wo fährst du denn da hin mit deinem Gerät? Ach, da bist du. Genau. Ja, LAN-Party, Mensch. Hör bloß auf. Du musst aber auf die andere Seite fahren. Okay. Moment. Ja, na klar. Also die letzte, also ich meine, so zu viert meinst du jetzt so. Bei meinem also Kumpel. Die waren ja nie so groß. Bei meinem Kumpel also Henning meistens. War das LAN. Oder bei Milan. Warte mal. Weißt du, was du mit dem Hänger mal machen kannst? Damit unsere Zuschauer das mal sehen. Der Hänger ist ja viel zu groß. Oh, Telefon. Ja, Telefon. Mensch, ich will da jetzt aber nicht. Harter Schnitt. Geh ja? Ran. Okay. Ja, harter Schnitt, genau. Und es sind Stunden vergangen. Was ich gerne von dir mal wollte, ist, dass du mit der Maustaste, wenn du den Hänger aktiviert hast, dann so irgendwie diese kleine Klappe da vorne steuerst. Probier mal, ob du die auf- und zuklappen kannst. Ja, siehst du, die bewegt sich nämlich so. Ne? Weil der ist ja so hoch, dass du da gar nicht hier, dass man eigentlich dran hängen bleibt. Und wenn du die aber so aufklappst, so, dann kommt man da irgendwie drüber weg. Können wir trotzdem hängen. Mist. Mist. Naja. So, jetzt aber. Ja, fahren wir das einfach so da hinten hin. 2000 Liter sind noch drin. Ja, in der Zeit, in der Voxy weg war, seht ihr auch, hat der
Helfer hier schon das gesamte Feld wieder bestellt. Und was ich zu unserem Leidwesen feststellen musste, ist, dass leider die Düngeattacke, die wir das letzte Mal noch durchgeführt haben, als das Feld schon bestellt war, nichts mehr gebracht hat. Das heißt, es ist quasi, das Feld ist schon bedüngt. Aha. Und hat keinen höheren Ertrag gebracht. Genau, damit haben wir quasi nur 50% des Ertrags bekommen und das ist natürlich sehr schlecht. Ja, und ich habe auch hier eine kleine Spur noch gelassen, ne? Also wo vorhin noch gemäht wurde, da ist jetzt nicht gedüngt. Okay. Falls du den Dünger noch irgendwo in der Nähe hast. Der düngt, glaube ich, gerade schon das Feld 29 oder was ist das? 24 das Feld. Da steht der gerade drauf. So, ich bringe jetzt 36.000 Tonnen Raps zum Verkaufen. Das müssen dann ungefähr ein bisschen mehr als 70.000 vielleicht. 80.000 weiß ich nicht. Könnte 80.000 werden, aber vielleicht nur 70.000. So, haben wir noch ein Thema für heute? Für die letzten Minuten? Für die letzten Minuten? Da kann man ja nichts mehr Großartiges mehr aufreißen. Na dann, ja? Ja. Hast du eine spontane Idee, weil sonst würde ich jetzt einfach was sagen. Nö, sag was. Ohrwurm. Ohrwurm. Gibt ein Lied von den Ohrboten. Kennst du die? Ja, vom Namen her. Aber sonst die nicht gehört. Die kommen aus Berlin und... nee, stimmt gar nicht. Das ist gar nicht. Das ist, nee, Ohrwurm ist von jemand anderem, nämlich von den Wise Guys. Kenn ich auch, ne? Ja, vom Namen her. Großartig. die haben ein Lied, das heißt Ohrwurm. Und singen darüber, wie scheiße es ist, wenn man so einen Ohrwurm, den man nicht mag, im Ohr hat. Ja, und dieses Lied hast du dann stundenlang im Ohr? Genau. Daran denke ich immer. So, was haben wir jetzt an Geld bekommen? Ja, wir haben jetzt 228.000. Okay, und damit können wir unsere Geld anschmeißen? Nee. Oh, shit. Brauche noch mehr. Nee, ich wollte an der Stelle einen schönen Gruß aussprechen an meine alte Jugendliebe Petra. Oh, das ist aber sehr romantisch. Ja, nee. Kannst du bitte jetzt noch so ein bisschen Romanzenmusik editieren? Nee. Petra, ja. Die hat mir... Mhm. Über Facebook irgendwie neulich geschrieben und gesagt, es ging sehr. Quatsch. Nein, sie hat ein Foto gepostet von so RTL 2 Doku Soap, irgendwas, weißt du, so vom Stil her. Ja, und dieser junge Mann war total am Boden zerstört, der dort zu sehen war, weil er ständig seinen Namen im Radio hört. Und es war so um die Weihnachtszeit rum und der Typ heißt Lars Christmas. Okay. Und ich habe jetzt nicht nur, dank Petra, einen Ohrwurm, nicht nur zu Weihnachten Lars Christmas als Ohrwurm, ja, sondern das ganze Jahr über fällt mir Lars Christmas ein. Und ich krieg's nicht weg. Das ist immer Lars Christmas. Großartig. Das ist ja quasi gar kein Ohrwurm. Das ist schlimmer als Ohrwurm. Das ist ja, aber ein Gehirnwurm. Ja, dieses Misheard Lyrics, ne? Ja. Da gibt es ja den weißen Neger Wumbabar. Kennst du den? Ja, na klar, ja. Der ist ja großartig für die Zuschauer, die den nicht kennen. Das ist aus einem Gedicht von Goethe, glaube ich. Da ist es ein Lied auch. Ah, echt? Ja, klar. Ich dachte, das wäre ein Gedicht. Nee, das ist ein Lied. Ich kann nicht singen. Ich würde es dir schnell vorsingen. Aber der Mond ist aufgegangen. Genau. Ja. Und es geht, glaube ich, um den weißen Nebel wunderbar. Genau, der weiße Nebel wunderbar. Ja. Aus den Wiesen steigt der weiße Nebel wunderbar. Genau, und naja. Das ist ein Schlaflied, habe ich falsch gehört, letzte zwei Jahre gesungen. Ah ja, ah, schön. Das ist quasi dann... Lässt du dich immer selbst noch mal ein bisschen bildungstechnisch herab zur Nacht. Muss er sich richtig bilden. Im Schlaf, im Einschlafen. Ja. Ach, ist schon wieder in die falsche Richtung gelenkt. Hier übrigens auf Feld 24, da gibt es wieder einer von diesen komischen Bugs, dass wir halt hier ein Teilstück haben, das
nicht fertig wird. Ein bisschen komisch ist das. So, schön abgestellt, eingeparkt, wunderbar. Ja, Petra, Mensch, danke Petra übrigens. Petra. Ja, danke Petra. Ich kenne dich zwar jetzt nicht, aber bestimmt. Bist ziemlich unglaublich. Ja, ja, die ist so, ich habe mal eine Werbung von ihr gemacht. Kennst du so, diese Model, wie heißen die? Nee, Obsession hier, die Kate Moss. Ja, was zum Essen, Obsession, weißt du, Obsession, was zum Essen. Weißt nee, du so, da gibt es so ein Foto von ihr, wo sie so, und da habe ich irgendwann mal Petra eingesetzt in diese Obsession-Werbung und so ungefähr sieht sie aus. Okay, ich werde das vielleicht mal googeln. ja. Ja, eine wirre Sendung heute. Wirre Sendung von Ohrwürmern Petra und Jugendlieben. Da komme ich dann nächste Mal noch drauf zu sprechen. Großartig. da möchte das ich dann von dir alles wissen. Okay, da gibt es viel zu wissen. Ja, hier ist der Raps, den du meinst. Eigentlich, eigentlich war ich ja Frauenheld früher. Also in meiner Jugend. Meine Freundin neben mir lacht. Ich glaub's ja nicht. Ja. Warum prustet sie da nur so los? Ich frag sie das mal und dann berichte ich darüber vielleicht in der nächsten Runde. Finde ich gut. Wir haben die BGA nicht angeschmissen, weil wir nicht genug Geld haben, verdammt. Aber in der nächsten Folge machen wir das dann. Okay. Haben wir sonst noch? Nee. So, ich weiß nicht, ich dachte, du wolltest jetzt Schluss machen. Ja, machen wir Schluss, komm. Dann sind es halt bloß 19 Minuten. Ich habe den Faden verloren, weil ich ja zwischendurch so lange weg war. Der arme Zuschauer, der fühlt sich jetzt voll betrogen. Der guckt, muss sich jetzt einfach nochmal die eine Minute nochmal angucken. Entweder das oder er kann ja, wenn er es länger haben will, sich so ein World of Tanks Video angucken von mir, was jetzt nur 5 Minuten lang ist, und mal diese einzelnen Missionen da mit Stück 4 und so. Ja. Ich bereite ja momentan, tatsächlich können wir da mal vielleicht mit drauf, in meinem Kanal eine Serie vor, wie ich von Anfang, also Tier 2 bis Tier 6 hoch zum Sherman Firefly hochkomme. Mhm. Da freue ich mich auch schon drauf. Das ist ja dann bloß eine Folge. Was? Nein, das ist voll anstrengend und so. Ja, und mit diesem Product Placement gehen wir jetzt aber auch in die Pause. Okay. Dann bis bald. Ciao. Tschüss.